Hey, ja. Willkommen zurück zu Starhawk, zur nächsten Mission. Beim letzten Mal hatten wir mal wieder eine Weltraummission, wo wir im Weltraum unterwegs waren und haben dort den Frachter Albatros vor einem Outcast beschützt. Beziehungsweise hatten das eigentlich vor, allerdings waren die so zahlenmäßig überlegen, dass es nur eine Möglichkeit gab, alle zu vernichten, indem man die Albatros vernichtet, indem die Albatros selbst zerstört hat. Und wir sind der Schockwelle entkommen und haben uns überlebt und können weitermachen mit der nächsten Mission. Also würde ich sagen, wir setzen das Spiel fort. Und zwar machen wir weiter mit der Mission Die Grube. Ja, ob dieser Name was bedeutet oder einfach nur eine Grube ist, keine Ahnung. Ja, ich hoffe, das Spiel wird uns das erklären. Vielleicht ist es ja eine besondere Grube und deswegen heißt die Mission so, oder es ist nur eine Grube. Und der deutschen Übersetzung ist halt nichts Besseres eingefallen. Wenn es im Englischen anders heißen sollte, weiß ich nicht. Vielleicht heißt es da ja auch irgendwie die Grube auf Englisch. The Pit. Genau. Gute Nacht, Kleines. Emmett, mach den ersten Stopp! Das wird hart! Alle herhören! Ruhe bitte! Hören Sie! So sind wir nicht. Wir haben schlimmere Dinge überlebt und immer selbst gehandelt. Und das tun wir jetzt auch. Und es ist kein Geheimnis. Wir wissen, wo die Scabs stecken. In der Grube auf Scourge! Ja, die Grubenraffinerie auf Scourge. Die er uns genommen hat. Und heute holen wir sie uns zurück. Okay, alles gepackt? Katte, hörst du das? Ja. Der Notruf ist schon den halben Tag draußen. Jonas antwortet nicht. Die Union zieht sich wohl zurück. Das sollten wir auch tun. Was dachte sich Jonas? Emmett, das ist kein Job für uns. Wenn wir uns einmischen, sind wir allein. Das ist ein großes Risiko. Wie schnell können wir über Scourge sein? Die Koordinaten sind schon drin. Okay. Ich habe die ganze Raffinerie ohne Erfolg abgesucht. Keine Spur von Jonas und seinen Jungs. Wenn sie es bis hierher geschafft haben, sind sie wahrscheinlich alle tot. Einen Weg. Wir gehen rein und schauen. Ich habe einen Ansatz für dich. Er ist zwar ein gutes Stück entfernt, aber so kannst du mal verschnaufen. Oh cool, ein Landungsgebiet, wo wir nicht gleich angegriffen werden. Was für eine tolle Leistung. Okay, die Outcast-Basis untersucht unser Missionsziel. Wissen wir auch, wieso die Mission so heißt. Das ist wirklich eine besondere Grube. Die Grubenraffinerie auf Scourge, wo die Outcasts wohl herkommen. Am Kartenrand. Wie unschwer zu erkennen ist. Also, naja. Ja, eigentlich soll da was zu sehen sein, aber ich sehe nur da was. War aber nichts in der Karte angezeigt, ne? Bisschen lustig. Naja. Denn hier gelandet? Was war das denn mal? War das mal eine Autobahn? War zumindest mal was, aber offenbar ist die schon lange kaputt gegangen. Na gut. Dann rennen wir mal zur Outcard-Basis. Wo soll die denn sein? Wir sind vor uns Feinde. Ah, sind sie zu sehen. Und die muss man nicht attackieren, das ist cool, ne? Oh, mehr. Ah ja, das ist. Ich habe mich mal versucht im Laufen zu ducken und passiert das.
Ja, ich dachte, er würde irgendwie so kurz flittern und dann in Deckung gehen. Nein, das gibt's hier im Spiel nicht. Feuer. Das? Schweißbrenner. Ich kann mir vorstellen, dass man damit sowas mal reparieren könnte. Was man mal gedacht, was mit die Überlegung, aber doch nicht. Doch, kann man doch. Aber was ist der denn repariert? Der ist heile. Gar nicht gedacht, aber der ist heile. Na gut. Ist der ein heile? Da drüben, Gap! Was ist denn jetzt vor? Wir fahren mal zu zweit, ne? Mir auch nicht, die müssen auch recht sein. Schau dir das an. Die Aussicht geht's den Scaps nicht, das ist klar. Ah, jetzt haben wir doch jetzt mit zwei, ist ja interessant. Okay. Ist leider hinten. Ja, er kommt mit. Was? Ich habe das Gefühl, dass er aber keine Angst hat, darüber zu springen. Halt! Das war ein falsches Manöver. So. Ich werde jetzt mal den da rausholen hier. Komm her. Nehmen wir deine Kiste, wenn dir da lieber ist. Wenn du dich damit wohler fühlst, wenn ich fahre. Ich will nicht auf dich verzichten, auf deine Fähigkeit. Will ich halt nicht verrecken lassen hier hinten. So. Beim anderen. Hoffen wir die KI wohl Angst, darüber zu fahren. Naja. Gut. Hat ihn auch erwischt. Ja gut. Los geht's. Sie wissen Bescheid. Kein Grund leise zu sein. Waffen bereit machen. Bunker, Türme, alles da. Und auf Abruf bereit. Holzkart mal gewonnen. Hier. Ja gut. Genau. Da. Okay. Was ist das da? Ist das ein Grinder? Du hast genug Platz, um schweres Gerät zu platzieren. Alles bereit. Wir werden beschossen. Wir werden hier beschossen. Das gefällt mir nicht. Ein bisschen eindecken hier. Außenposten. Ja.
können. Was habt ihr denn vor hier? Den Nerven. So, wieder ein paar neue Leute. Gut. Achtung. Okay. Komm mal, die lagern hier. Dann mach das. Du mit deiner Beleidigung, erwischt. Oh. Oh. Mann, da sollen wir mal aufpassen. Ich habe das Gefühl, dass ich das Ding nicht klein machen, klein kriege damit, oder? Kopftreffer? Geht das nicht? Aber das Ding hat keinen Kopf. Doch, hat es doch. Der angeflogen kommt, ist schon cool, ne? So. Kann das Ding eigentlich auch Dinge, auch Gebäude reparieren? Naja, lohnt sich nicht mehr, hä? Da ist nichts mehr zum Reparieren. Hammett, die bauen Max. Was bauen die? Ja? Mann. Volltreffer. Man kann so ein Gebäude reparieren damit. Alles in Ordnung? Was bauen die hier? Okay, da ist gerade der. Da ist gerade der. Dann werde ich mal. Ein bisschen davon holen. Wo ist der andere da? Wir nehmen uns. So, jetzt kann ich. Startrampe basteln. Kann ich irgendwie. Die passt hier nicht rein. Oh. Aber lieber hier hinstellen. So. Gucken wir mal. Hier los. Okay. Da gibt es wohl 3 Bomben. Die brauche ich auf jeden Fall, wenn ich mal was erreichen möchte. Outcut-Basisrohre.